Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei TDU City. Wie alle wahrscheinlich mitbekommen haben, wurde Windows 10 veröffentlicht. Allerdings kriegt nicht jeder direkt seine Installationsdatei, um auf Windows 10 zu updaten. Microsoft verteilt die Installationsdateien von Windows 10 teilweise und gibt sie nur teilweise als Update heraus, also wellenweise. Dies kann angeblich bis zu 8 Monaten dauern, bis man seine Installationsdatei bekommt. Microsoft macht dies aus dem Grund, dass eine so große Anfrage an ISO-Dateien da ist, also dass so viele Leute die gerne haben möchten, dass am besten aufgeteilt wird, jetzt bekommen diese Leute, damit die Kapazitäten von Microsoft nicht überlastet werden und deswegen kriegen halt manche ihre Version früher und manche später. Es wurden zwar noch weitere Ressourcen dazugekauft, allerdings, wie schon gesagt, die Anfrage ist so enorm, dass Microsoft gesagt hat, wir teilen das Ganze wellenweise aus. Wie wir allerdings jetzt schon unsere Windows 10 Version bekommen können, ist ganz einfach. Microsoft hat dazu ein Tool vorgestellt oder beziehungsweise bereitgestellt, welches wir herunterladen können. Ist total legal, wir laden es von Microsoft selber herunter. Und dort beziehen wir dann auch direkt unser Update oder unsere ISO-Datei, mit der wir später auf irgendeinem beliebigen Computer dann auf Windows 10 upgraden können. Link ist natürlich in der Videobeschreibung, wie immer. Wir scrollen einfach auf der Seite hier herunter. Dort finden wir das Tool 32 oder 64-Bit-Version. Hier, das hat überhaupt nichts damit zu tun, welche Version später von Windows 10 verwendet werden soll. Wir können hier eine 32-Bit-Version zum Beispiel verwenden, falls wir jetzt einen 32-Bit-Rechner verwenden und später allerdings eine 64-Bit-Version von Windows 10 installieren. Wie wir das Ganze nachgucken, für die Leute, die es nicht wissen, bei Windows 7 ist es noch einfach so, Start-Button gedrückt, Rechtsklick auf Computer, Eigenschaften und dann hier sehen wir Systemtyp 64-Bit. Ich lade mir jetzt also hier die 64-Bit-Version herunter, einmal draufgeklickt, Datei speichern, das Ganze wird dann schnell heruntergeladen. So, wurde heruntergeladen, das Ganze zeigen wir uns erstmal im Downloads-Ordner an. Downloads, hier haben wir es, Media Creation Tool x64, andernfalls wäre es x86. Einfach draufgeklickt mit einem Doppelklick, das Ganze hier bestätigt. Funktioniert unter Windows 7 und Windows 8 also, weil diese Leute haben ja die Möglichkeit auf Windows 10 zu updaten. Firefox können wir schon mal schließen. Genau wie das hier. So, und unsere erste Option, die uns angeboten wird, ist jetzt Upgrade für diesen PC ausführen oder Installationsmedien für einen anderen PC erstellen. Also möchten wir jetzt diesen Computer, den wir gerade verwenden, updaten oder möchten wir einfach nur eine Installationsdatei herunterladen, mit der wir dann später unseren eigenen PC updaten können und aber auch andere PCs mit dieser Installationsdatei versorgen können, so dass wir sie nicht mehrmals herunterladen müssen. Vorausgesetzt, überall soll die gleiche Version installiert werden. Ich nehme jetzt in diesem Fall Installationsmedien für den anderen PC erstellen, da ich jetzt dieses VM nicht updaten möchte. Klicke auf Weiter. Als nächstes wählen wir erstmal unsere Sprache aus, Deutsch, und nun unsere Edition. Also unsere Version von Windows 10, da gibt es einmal Home, Home N, Pro und Pro N. Soweit ich das verstanden habe, ist bei der N-Version kein Windows Media Player vorhanden. Ich kann mich auch täuschen, ich habe das nur kurz angelesen, aber soweit ich das verstanden habe, ist bei der N-Version kein Windows Media Player vorhanden. Ob wir die Home- oder Pro-Version bekommen, soweit ich das weiß, die Home-Version bekommen diese Leute, die Windows 8 oder Windows 7 Home Edition haben oder Home Premium haben, die Pro-Version, die Windows 7 Professional benutzen oder Windows 8 Professional oder die Leute, die Windows 7 Ultimate nutzen. Bei Enterprise-Versionen würde ich mal behaupten, dass man auch eine Enterprise-Version wieder bekommt. Allerdings
funktioniert das nicht über dieses Tool, da Enterprise-Versionen ja sowieso für Firmen eher gedacht waren und für Entwickler. Ich lade jetzt in diesem Fall eine Professional-Version herunter, die Pro-Version, nicht die Pro-N, da ich den Windows Media Player gern dabei hätte. Und nun müssen wir noch auswählen, welche Architektur hätten wir denn gerne, 32 oder 64-Bit, oder entweder beide. Wenn wir eine Architektur ausgewählt haben, das ist dann nachher die Architektur, mit der unser System installiert wird, entweder 32 oder 64-Bit, bei 4 GB RAM im Computer empfehle ich sowieso immer 64-Bit, da eine 32-Bit-Version nur bis zu 3,5 oder 3,6 GB adressieren kann. Wenn wir beide auswählen, dann haben wir die Möglichkeit später, wenn wir die Installationsdatei einlegen, auf eine CD gebrannt haben oder wie auch immer davon booten, dann wird uns ein Feld angezeigt, beziehungsweise eine Option. Da wird dann gesagt, möchten Sie jetzt 32 oder 64-Bit installieren, einfach ausgewählt und zack. Ich wähle jetzt hier einfach mal nur die 64-Bit-Version an, klicke auf Weiter. Jetzt wird gesagt, das 3 GB erforderlich ist der USB-Stick. Falls wir das Ganze direkt auf den USB-Stick kopieren wollen oder wenn wir unsere ISO-Datei wollen, dann können wir damit machen, was wir wollen. Kann man später auch auf den USB-Stick noch ziehen oder halt, wie ich schon sagte, auf eine DVD brennen, um sie später zu verwenden. Ich wähle noch einmal kurz beide Versionen aus. Weiter. Und nun wird gesagt, 6 GB sind mindestens erforderlich. Also der USB-Stick muss mindestens 6 GB haben, damit diese Datei da drauf passt. Ich lade jetzt allerdings wirklich nur die 64-Bit-Version runter, wie ich es eigentlich auch vorhatte, wähle meine ISO-Datei aus, sage Weiter. Nun kann ich noch auswählen, wo genau soll denn das hingespeichert werden. Ich sage jetzt einfach mal im Downloads-Ordner, Speichern und er beginnt herunterzuladen. Wie lange das Herunterladen dauert, hängt natürlich ganz von der Internetleitung selber ab. Und was man nicht vergessen sollte, es hängt auch davon ab, wie viele Leute sind momentan denn gerade dabei, Windows 10 herunterzuladen. Denn, wie schon gesagt, es herrscht eine enorme Anfrage und wenn sehr viele da gerade diese Version herunterladen, kann es sein, dass es unter Umständen länger dauert, als die Internetleitung eigentlich hergeben würde. So, wenn wir unsere ISO-Datei dann heruntergeladen haben, kriegen wir die Meldung ISO-Datei auf eine DVD brennen. Dies können wir mithilfe dieses Tools noch machen. Das wird als uns angeboten. Des Weiteren wird nochmal schnell angezeigt, wo liegt denn überhaupt diese ISO-Datei. Und wir können halt, wie schon gesagt, hier einen DVD-Brenner öffnen und direkt die ISO-Datei auf eine DVD brennen, mit der wir dann unser System installieren können. Ansonsten irgendwas mit der ISO-Datei machen und wir können davon dann unser System installieren, wie wir es gewohnt sind. Gut, das war's noch eigentlich schon soweit. Bei weiteren Fragen ab in die Kommentare damit. Für die Leute, die kein YouTube- bzw. Google Plus-Account haben, schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Link zu meiner Facebook- und Twitter-Seite. Dort könnt ihr mir auch sehr gerne Fragen stellen. Wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt, klickt kostenfrei auf den Button Abonnieren, liked meine Facebook-Seite oder folgt mir auf Twitter. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!